Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir haben Montag, die Update-Notizen sind da und wir bekommen endlich ein paar Infos zu Stranger Things, auch wenn wir keine Infos dazu bekommen, wie die Fähigkeiten aussehen, wie die Passiven aussehen. Trotzdem erwartet uns hier ein großes Update. Wir sind auf dem Weg übrigens zu 1000 Abonnenten. Ich will die möglichst schnell erreichen, also falls ihr meinen Kanal immer noch nicht abonniert habt, ihr immer Videos von mir schaut oder auch mich jetzt neu gefunden habt, ihr würdet mich riesig supporten, wenn ihr mir ein Abo da lasst, damit wir möglichst schnell auf die 1000 Abonnenten kommen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sehen hier natürlich das Stranger Things Collab mit den ganzen Charakteren. Das hier hinten wird übrigens dann ein neuer Boss-Fight sein, den wir bekommen. Bin ich auch mega gespannt drauf. Wird der schwer? Ist es eher ein leichter Boss? Auf jeden Fall erhoffe ich mir viel davon von der schwersten Schwierigkeitsstufe. Und wir schauen uns das Ganze natürlich dann direkt morgen an. Denkt dran, morgen 19 Uhr Livestream auf Twitch. Da werden wir das Ganze auf jeden Fall alles mal angehen. Dann haben wir natürlich den Banner, wo wir hier die Charaktere Eleven, Jim, Mike und Will drin haben. Und Jim Hopper, also der Dicke hier, das Dickerchen, ist der Charakter, den wir gratis bekommen. Und da es, ja, wie soll ich sagen, die Gerüchte gab, dass es hier, weil alles menschliche Charaktere gibt, einen Charakter geben wird, der 20% Menschen boostet, werde ich mal wahrscheinlich davon ausgehen, dass das hier Jim sein wird, genauso wie es im ReZero Collab auch der Charakter ist, den man gratis bekommt. Ich denke mal, das würde Sinn ergeben und wäre ganz schlüssig. Könnte mir aber auch anhand von hier dieser passiven Fähigkeit von Mike vorstellen, dass es vielleicht auch er sein wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Jim ist. Dazu haben wir hier, Eleven ist blau, Mike ist rot, Will ist grün und Jim ist rot. Ich hätte mir tatsächlich nicht zwei rote Charaktere gewünscht, da wir ja sozusagen die The One-Meter haben. Gefühlt 80% aller Teams ist The One drinne. Das ist natürlich für rote Charaktere sehr schlecht. Chandler, wenn er rauskommt, auch eine mega krasse Unit, trotz dem Nerf, den er bekommen hat durch in seinem goldenen Counter. Ja, die Charaktere sind halt beide rot, das heißt, ja, die sind halt im Elementen-Nachteil, wird schwierig, die dann so effektiv in PvP zu spielen. Andererseits haben wir natürlich auch viele grüne Charaktere, die sehr stark sind, wie Festival, Merlin, Valenti, MK2, die aber kaum gespielt wird. Dann natürlich den grünen Gopher, wir haben Festival, Zeldris, Assault, Melly, die sind halt alle grün. Das heißt, damit können wir natürlich mit diesen roten Charakteren ziemlich gut aufräumen. Ansonsten muss halt irgendwie Will hier einen mega krassen Damage raushauen, damit man sozusagen auch eine Unit hat, um gegen The One zu spielen. Wie die Fähigkeiten und alles aussehen, machen wir morgen auf jeden Fall auch. Ich denke mal, das wird ein Video sein, was ich noch vor dem Stream mache, damit ihr euch das anschauen könnt. Und dann um 19 Uhr starten wir in den Livestream. Dann haben wir hier ein neues Event. Dort bekommen wir ein Einlog-Event, wo wir dann 10 Tickets bekommen. Das sind keine 10 Multipuls, das sind 10 Singlepuls. Das heißt, wir bekommen hier einen Multi geschenkt. Und dann haben wir hier die Kostüme von Will und Jim, die wir uns hier anscheinend erspielen können. Wir haben natürlich auch noch Banner-Kostüme, sozusagen für jeden Charakter ein Kostüm, was man dann sozusagen kaufen kann. 7 Deadly Sins x Stranger Things Collab World Events. Da haben wir World Quests, also wir bekommen ein paar Quests. Upside Down Exploration und dann haben wir hier dieses Mind Flyer Deathmatch und Event Exchange Shop. Das ist dieses Vieh im Hintergrund, wovon ich eben gesprochen habe. Tatsächlich habe ich ja die Serie nicht geguckt, das heißt, für mich ist das alles neu. Ich kenne tatsächlich keinen dieser Charaktere oder so. Ich habe nicht mal eine Folge dieser Serie geguckt. Aber ich weiß, diese Serie ist gut. Seht es mir nach, ich kam einfach nicht dazu. Und ich bin irgendwie nicht in diesem Hype gelandet, diese Serie zu schauen. Dann wird hier nochmal alles komplett aufgelistet. Wir haben hier das Einlog-Event. Wir haben spezielle Missionen-Event, Special-Card-Event. Dann haben wir hier das Hawk's Awesome Treasure Chest. Da gibt es immer mega nice Belohnungen. Freue ich mich drauf. Chapter Clear Reward Event. Da bekommen wir... Ist das nicht das Event gewesen? Je nachdem, wie weit man in der Main Story gekommen ist. So viele Belohnungen bekommt man hier. Also so viele, das war letztes Mal, glaube ich, mit Diamanten. Mal schauen, was es diesmal ist. Dann ein Social Media Sharing Event. Das heißt ja, einmal pro Tag das irgendwo teilen, damit man ein paar Belohnungen bekommt. Diamond Perks Event, okay, ein Buff Event. Dann dann kann man hier einmal pro Tag die Main Story gratis weiterspielen, ohne dafür Ausdauer zu verbrauchen. Spielererfahrung mal 2. Dann haben wir eine Aufwertung, die Aufwertungserfolgsrate und Supererfolgsrate, Ultraerfolg und Supererfolg, wie auch immer, sind hier gesteigert und das Ausrüstungsverwerten auch. Diese zwei Sachen sind aber gefühlt in letzter Zeit fast immer am Start. Dann bekommen wir hier einen Titel für die Stranger Things Collab, den man sich erspielen kann. Anscheinend geht das Ganze nur bis zum 10. Mai. Eventtitel, A Peek Inside the Upside Down. Mal gucken, vielleicht hat er ja auch irgendwelche coolen Werte, die man sozusagen
dazu bekommt. Würde ich auf jeden Fall feiern. Dann ein Growth Event, das wie immer natürlich in Fort Solgus erledigen, um die 2 Diamanten zu bekommen. Dann haben wir hier die ganzen Kostüme für die Stranger Things Charaktere. Und hier, das müsste Jim sein. Komischerweise ist er hier dünn. Mal gucken, wie sie das umgesetzt haben, denn ja, eigentlich ist er eher so ein Dickerchen, also ein bisschen mehr Masse, gehe ich mal von aus. Haben sie hier aber als dünn gezeichnet und auch nicht so breit. Mal schauen, wie sie das machen. Für jeden Charakter natürlich ein Kostüm. Wahrscheinlich wird ein Kostüm wie immer 26,99 Euro kosten und man bekommt dann halt 30 Diamanten obendrauf. Dann haben wir ein paar neue Bundles. Dann haben wir hier einmal ein garantiertes SSR-Ticket für die Collab-Charaktere. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Ticket hier kein Auswahlticket ist, sondern dass das Ganze hier zufällig geschieht. Das heißt, wir kannten das schon aus anderen Collabs. Da waren es auch immer zufällige Entscheidungen. Man konnte, glaube ich, nie jemanden auswählen. Dann haben wir das ein Diamond-Bundle mit 300 Diamanten und 3 Ausdauertränken. Okay, wieso man auch immer noch 3 Ausdauertränke da reinpacken muss. Ich gehe mal davon aus, dass diese 300 Diamanten wie so oft schon 89,99 Euro kosten werden. Und dann haben wir hier noch ein Diamond Bundle 2 für 145. Denke mal, das wird für 44,99 Euro sein. Sehen wir ja dann, aber dann macht das halt, wenn man Geld ausgeben will, wahrscheinlich sogar fast ein bisschen mehr Sinn, statt 90 Euro hier nur 45 auszugeben. Dann hat man nicht ganz so viel Geld ausgegeben. Andererseits, meiner Meinung nach, lohnt sich keiner dieser 2 Bundles. Also es sei denn, man ist halt ein Whale, dann kauft man sich natürlich diese Bundles. Wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, hat sich das Thema eh für euch erledigt. Dann haben wir hier ein paar Celebration Bundles. Ja, das sind genau die, die wir gerade besprochen haben. Ongoing Purchase Bundles, also Bundles, die zurzeit am Start sind, die weitergeführt werden, ist auch nicht so interessant. Dann haben wir natürlich ein paar Systemänderungen, wie schon angesprochen. Wir bekommen jetzt das Super Awakening 5, wo wir ja auch die 100 Super Awakening Coins geschenkt bekommen. Und damit wird auch der Super Awakening Coin Farm Dungeon, kommt damit Clock Tower of Eternity. Dort können wir sozusagen statt einer Stunde Ambosse farmen, können wir hier eine halbe Stunde Super Awakening Coins farmen. Beides verbraucht das gleiche Material, um das zu öffnen. Das heißt, ihr müsst euch ab jetzt entscheiden, braucht ihr mehr Ambosse oder braucht ihr mehr Super Awakening Coins. Ich finde, man sollte das einfach anhand davon festmachen, was man denn mehr braucht, obwohl sich die Ambosse, glaube ich, ein bisschen mehr lohnen. Super Awakening Coins bekommt man nicht ganz so viele. Mit dem Super Awakening 5 kann man natürlich dann die Level noch schneller spielen und bekommt noch mehr Ambosse. Das heißt, ja, vor allem kann man hier nur 30 Minuten farmen, Ambosse halt eine Stunde. Und Ambosse kann man nie genug haben. Es gibt so viele Charaktere, so viele Ausrüstungssets, die man einfach hochmachen muss. Dann bekommen wir den neuen Turm der Prüfungen, aber erstmal nur 3 Stufen. Ist natürlich nicht ganz so nice wie ein kompletter Turm der Prüfungen von 0 bis 25. Das sind natürlich ein Haufen mehr Belohnungen, aber immerhin gibt es hier bei der 3. Stufe 40 Diamanten. Und nicht zu vergessen, für die Leute, die sich jetzt aufregen und sagen, hey, wir haben so viele Turm der Prüfungen verpasst, die kommen, aber erst in 2 Wochen. Das heißt, in 2 Wochen fängt es an, dass wir die Reruns bekommen von Turm der Prüfungen Season 5, 6, 7 und 8. Das heißt, es sind nochmal 4 Türme der Prüfungen. Und wenn ich dem Kollegen Glauben schenken darf, ich hatte irgendwas um die 35 oder 38 Diamanten pro Turm der Prüfung, aber es sind anscheinend 55, das heißt 4x 55 Diamanten, die dann in nächster Zeit irgendwann noch dazukommen. Aber wie sie das Ganze regeln, ich denke mal, sie werden erst einen Turm der Prüfung nach der anderen raushauen, statt alle Türme der Prüfung zusammen. Wobei ich das natürlich feiern würde, wenn sie natürlich Season 5, 6, 7 und 8 alles gleichzeitig bringen würden. Dann natürlich ist das jetzt dieser neue Turm der Prüfung, das heißt, der wird nicht mehr verschwinden. Das Einzige, was passieren wird, es werden immer wieder neue Stufen hinzugefügt. Dann haben wir ein paar Fight Festival Shop Changes, das ist der PvP Shop. Und zwar haben wir hier ein paar gute Sachen und ein paar schlechte Sachen. Gut ist natürlich, man kann sich jetzt hier statt 100 Ambosse die Woche theoretisch 300 holen, aber diese zu erfahren ist fast eine Sache der Unmöglichkeit. Wenn man sich jede Woche bis in den Herausforderer hochspielt, sind das schon mal 3000 und dann bräuchte man theoretisch nochmal 3000 Coins, die man sozusagen in PvP im Herausforderer oben farmt mit Coinfood. Aber wir haben natürlich auch ein paar Sachen, die wesentlich, also eigentlich für die Mülltonne sind. Keiner kauft sich ein Erweckungsstein Stufe 5 für 1080. Keiner, wirklich keiner, kauft sich einen Super Awakening Coin für 6000 Festivalmünzen, PvP-Münzen. Absoluter Müll. Einen Erweckungsstein Stufe 6, 6480. Auch viel zu teuer. Und die ganze untere Reihe hier unten ist einfach auch viel zu teuer. Lohnt sich überhaupt nicht. 3000 Coins für einen fucking Hammer und 2500 für einen Ausrüstungsgravurstein. Das heißt, um ein Ausrüstungsteil zu machen, brauche ich 25.000 Coins. Absoluter Müll. Also klar, cool, man kann jetzt mehr Ambosse holen, aber das hier ist absoluter Müll. Theoretisch kann man hier auch mehr von den Getränken kaufen sozusagen, womit man keine PvP-Punkte mehr verliert oder das Dreifache an PvP-Punkten bekommt. Wobei ich gehört habe, dass in
paar Wochen anscheinend dieses Essen in der Top 100 PvP, also sozusagen, wenn man dort spielt, will man ja meistens in der Season dort spielen und auf jeden Fall die Charaktere rausholen, die man als PvP-Belohnung in der Top 100 bekommt. Aber dort soll auf jeden Fall das Food entfernt werden, das heißt, da kann man dann nicht mehr mit Essen spielen. Man muss das Ganze sozusagen mit seinem Standard-PvP-Team ohne Food machen. Ist natürlich, also mich stört's nicht, ich spiele eh nicht in der Top 100, von daher ist das Essen für mich halt einfach immer noch genauso relevant wie vorher, eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe hiervon ein paar, davon ein paar, aber aufbrauchen tue ich die gefühlt eigentlich nicht. Dann haben wir ein paar tägliche Aufgabenänderungen, die ich richtig nice finde. Hier rechts sehen wir die Sachen, die wir davor bekommen haben und die gleich bleiben, und in der linken Sparte sehen wir das, was sich ändert. Das heißt, hier wird einfach das Goldfood zum Beispiel durch einen Super Awakening Coin ersetzt. Das heißt, wir bekommen jetzt einfach in den täglichen Aufgaben jeden Tag einen Super Awakening Coin. Wir bekommen jeden Tag einen Amboss und wir können von jedem Kosmetik-Upgrade-Material über die täglichen auch noch jeden Tag zusätzlich einen rausholen. Was natürlich ziemlich nice ist, denn wenn man jeden Tag wirklich alle täglichen Aufgaben macht, sind das einfach 30, 31 Kosmetik-Upgrade-Materialien von jedem im Normalfall. Natürlich, wenn wir Februar haben, sind es natürlich weniger Tage, deswegen habe ich gesagt im Normalfall. Aber es wäre dann halt ein Kosmetikteil, was ihr sozusagen von UR auf UR Max machen könntet, zusätzlich pro Monat, einfach nur dafür, dass ihr eure täglichen Aufgaben macht. Dann bekommen wir natürlich das UR-Gear auch für alle Stranger Things-Charaktere. Und ansonsten, ja, sind wie immer nur die Standardsachen dabei, was jetzt alles endet und so. Das war's eigentlich. Aber wie ich finde, auf jeden Fall ein großes Update. Bin gespannt auf morgen Super Awakening 5. Mal schauen, wie viele Charaktere ich direkt zu Anfang an auf jeden Fall erwecken kann auf Stufe 5. Mein ganzes PvP-Team, ein paar Main-Charaktere auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, sollte es von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.